Moin moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei einem neuen Part von Fallout 4. Jo, wir haben die World 111 hinter uns gelassen jetzt hier. Also wir lassen sie jetzt hinter uns und betreten die neue Welt. So, Special Aussehen verändern? Nein. Fertig verlassen der World. Viel Spaß bei Ihrer Rückkehr zur Oberfläche und danke, dass Sie sich für Vault Tech entschieden haben. Ja, bitteschön. Die Menschen, die sich einen Platz in Vault gesichert haben, haben keine Schimmer, dass sie in einen Kältestab versetzt werden würden. Tatsächlich waren fast alle Vaults geheime soziale Experimente von Vault-Tec. Ah, das ist eine Kälteschlafkammer. Da wurden Leute ohne ihren Wissen, ja, dachten sie, sie wären in Sicherheit. Aber danach wurden sie... Aber es ist eigentlich schlau, weil du bist halt... längere Zeit aus der ja, wie soll man sagen? Es ist dann immer so, ja, man weiß nicht, wie viele Jahre man weg war. Und das ist die neue Welt, meine Freunde. Oha. Ich freue mich, mit euch dieses Let's Play spielen zu können. Auch wenn ich jetzt bis jetzt nicht mehr so viele Leute beim Zusehen habe, aber... Ach, kommt. Die Welt sieht schön aus. So. Wir werden ja auf unserem Pip-Boy nachschauen und uns die Map angucken. So, wir müssen sehen, wo wir hingehen. Wir gehen hier hin. Geh nach Hause. Ich will euch einmal kurz die Map zeigen. Hier nach rechts. Und wir lassen sie mal so groß. Und wenn wir denn jetzt nach unten gehen, hier sehen wir natürlich die Grenze, hier ist klar. Aber die Map ist schon riesig. Also die ist nicht mal klein, die ist schon echt riesig. Und wir brauchen echt lange, um die zu erkunden. Aber ich freue mich. Wir werden sie auf jeden Fall erkunden. So. Wir werden uns natürlich hauptsächlich auch auf die Hauptstory konzentrieren, aber auch auf die Nebenquest. Wir werden so viel machen, wie wir können. Das heißt, dieses Let's Play wird das längste Let's Play, was ich jemals mache. Und ich schwöre bei euch, ich habe schon öfters bei meinen anderen Let's Plays früher gesagt, wo ich mit dem Handy aufgenommen habe, dass ich das Let's Play zu Ende mache. Aber es war halt für mich auch die Sache wegen Aufnahmegerät. Handy aufnehmen war immer scheiße. Das muss ich ehrlich sagen. Da ist die Qualität scheiße. Und jetzt können wir endlich mit Aufnahmegerät machen, also von der PlayStation halt. Und das heißt für mich, ich werde dieses Let's Play durchführen. So, danach kommt Red Dead Redemption 2 oder wenn später Red Dead Redemption 2 erschienen ist und wir haben immer noch das Let's Play, werde ich beide Let's Plays machen. Weil Red Dead Redemption 2 wird bei mir ein Let's Play sein, was ich auf jeden Fall durchziehen werde, weil ich freue mich richtig auf dieses Spiel. So, Hundenapf. Mhm. Wie gesagt, wir nehmen hier alles mit. Wir nehmen hier wirklich alles mit, das meine ich ernst. Ordner nehmen wir auch noch mit. So, einmal kurz auf den Timer nachgucken. Achso, okay. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt zur Mission. Wir müssen nach da unten. Wir suchen uns mal kurz den Weg nach unten. Und was neu ist in Fallout 4, die Leute, die das Spiel nicht kennen, es ist ein nukleares, also postapokalyptisches Spiel. Fallout 3 war mein Lieblingsteil, also richtig mein Lieblingsteil. Und was ich aber geil finde, ist, man kann endlich rennen. Man kann endlich rennen. Und man sieht hier die toten Menschen. Oh ja. Gut. Allein man kann so eine Ansicht machen, okay. Ja, wir wollen uns mal auf dem Weg hier begeben bleiben. Ich muss auch sagen, die Grafik sieht schon nice aus. Also ist jetzt natürlich nicht die PS4 Grafik. Man könnte mehr rausholen, aber es sieht schon echt nice aus. Sanctuary. Und Base Building kann man hier auch machen, also es wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
Ach, guck mal, wer da ist. Das ist doch Kotze. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Du bist es wirklich. Du bist noch hier? Codsworth? Du bist noch da? Also könnten andere auch noch am Leben sein. Natürlich bin ich doch da. Ein bisschen Strahlung kann dem Bruchstück von General Atomics International doch nichts anhaben. Aber sie wirken mitgenommen. Ihre Frau sollte sie in diesem. Mörder meiner Frau, sie kann nicht tot sein. Sie haben sie getötet. An einen besseren Ort. Wir nehmen an einen besseren Ort. Sie ist an einem besseren Ort. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge, ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimme. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Scharade? Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Hast du schon gesehen? Sie haben ihn mir weggenommen. Er wurde entführt. Das ergibt keinen Sinn. Er wurde entführt. Also ich möchte halt nur so Sachen machen. Ich möchte natürlich jetzt nicht diesen Moralpostelmann spielen. Hat es Ihnen die Sprache verschlagen, Sir? Oder was ich auch sagen möchte ist, ich möchte auch nicht diesen bösen, ich sage keine böse Moral spielen. Ich möchte mich für beide Sachen entscheiden. Ich habe früher im Fallout immer böse Sachen gemacht, also so Leute abgezogen im Spiel, so meine ich jetzt so, ne, die eigentlich nett waren. Und denen habe ich den Ghoulen Sind wir früher ein wenig geholfen. abgelenkt, Sir? Und deshalb, ich möchte einfach beides machen. Also sag mir nicht böse, wenn ich da einmal in einem Dorf eine falsche Entscheidung treffe. Ich weiß nicht, ob das so ist. Aber wie gesagt, er wurde entführt. Sean wurde entführt. Aber ich finde ihn. Ich werde meinen Sohn zurückholen. Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. 200 Jahre? Antworte mir. Mir geht es gut. Das ist unmöglich. 200 Jahre? 200 Jahre? Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210, Sir, wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, Sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Codsworth, du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was Ja, ich ist habe das jetzt los? einfach mal gewählt. Oh, Sir, das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemanden, den man dient. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gebodert. Aber atomaren Fallout kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben und das Auto, wie soll man Rost polieren? Geil, Alter. Was weißt du? Hör auf, bleib bei mir. Konzentriere. Was weißt Was du? weißt du, Codsworth? Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, Sie und Ihre Familie wären tot. Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, Ihre Frau wollte es Ihnen schenken. Als Überraschung, aber dann, tja, ist alles geschehen. Ein Holoband? Was ist da drauf? Ich glaube, es ist eine persönliche Nachricht für Sie. Meine Etiketteprotokolle erlauben mir nicht, es selbst abzuspielen. Jedes Standard-Holoband-Lesegerät sollte es abspielen können. Zum Beispiel dieser Pip-Boy an Ihrem Arm. Das würde problemlos funktionieren. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen?
Vielleicht finden wir ihre Frau und den kleinen Sean noch. Nee, den finden wir nicht mehr. Und unsere Frau finden wir auch nicht mehr. Der Roboter versteht das nicht. Ja. Okay. Geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Sir. Ich mag ihn jetzt schon, Mann. Geil, Leute, Alter. Was ist denn da los? Was? Was meinst du denn, Kurzwurf? Hä? Was ist das? Vielleicht sollte ich besser mal... Machen wir einen kurzen Prozess, ja? Oh ne, Blairfliegen, die haben da auch noch gefehlt, ey. Diese scheiß Stinken, Alter. Hässliche Mistviecher, Alter. Boah, Kurzwurf rollt auf, Alter. Er ist Rambo. Er ist Rambo Action, Alter. Kaugummi haben wir gefunden. Geil. Ja, ich will nur mal ganz schnell blicken. Blicken allein schon. Ich möchte einmal kurz gucken, was hier abgeht. Plastikkürbis mitnehmen, was? Alles klärchen. Na, warte mal, da liegt auch noch was auf dem Boden. Da liegt ein Stimpack. Was das da, kann man nicht mitnehmen. Ah, wir müssen uns auch auf dem Boden umgucken. Das ist alles Glas, was wir brauchen. Das ist halt das, was wir brauchen. Ja. Aber wir können auch die Sachen wieder so einfach mitnehmen. Toaster nehmen wir auch mit. Wir nehmen einfach alles mit hier. Und den Napf nehmen wir mit. Dass das alles Schrott ist, das, was wir hier. Ein Radio können wir ohne Stromkabel anmachen. Läuft. Wo müssen wir jetzt hin? Kürze. Ach, da bist du. Ach ja, Leute. Er hat die schon alle getötet, alle ohne mich. Die Musik, Alter. Ich muss ehrlich sagen, Leute, die Musik in Fallout ist echt schon nice. Und die Geschichte hinter Fallout ist auch traurig. Wenn man es so nimmt, ist es traurig. In Fallout 3 haben wir nicht viel erfahren von der World. Aber... Ich freue mich mit euch, Fallout 4 spielt. Cotsworth. Sir, Ihre Frau und der kleine Sean, die sind nicht hier. Sean ist da draußen, Cotsworth. Ich muss ihn finden. Was ist mit Concord, Sir? Da gibt es viele Leute. Beim letzten Mal haben sie nur mit Stöcken auf mich eingeschlagen, bevor ich nach Hause laufen musste. In Concord leben immer noch Menschen? Ja, obwohl sie ein wenig ungehoben sind. Kennen Sie noch den Weg? Über die südliche Fußgängerbrücke aus dem Viertel raus und an der Red Rocket Station vorbei. Ich bleibe hier und sichere die Heimatfront. Sieh dich in Concord um. Alles klärchen. Ja, wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Alles klar, Leute. Hier läuft einfach mal ein Radio, Alter. Ist ja überhaupt nur. Plastikkürbis nehmen wir auch mal mit hier. Ja, ein Auto, Babyrasse nehmen wir alle mit. Hier läuft jetzt gute Musik, Mann. Also das ist schon mal gut. Nimm einfach alles mit. Fernseher kann man nicht mal anschalten. Das ist ja komisch. Warum kann man den Fernseher denn nicht mal anschalten? Oh, ich will mich aber noch ein bisschen in den Häusern umgucken, weil man weiß nicht, ob man Loot findet. Ich glaube, das war das Haus von uns, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hm.
Kronkorken sind das neue Hausmittel. So. Ein bisschen Musik laufen lassen, ne? Oh, hier haben wir noch ein bisschen Munition gefunden, dass es niemals was Schlechtes. Haben wir hier noch eben was? Nee. Haben wir hier noch eben was? Okay, dann können wir jetzt eigentlich auch schon wieder raus hier aus der Bude. Gut, dann wir gucken uns so ein bisschen um, würde ich sagen. Weil hier war ich schon. Ja. Hier sehen wir auch wieder so. Ach, hier, Powerrüstungsstation. Hier ist eine Werkstatt. Und das ist eine Waffenwerkbank. Also man kann auch diesmal eigene Waffen zusammenbauen und eigene Mods machen, also eigene Aufsätze machen und etc. pp. Man kann auch die ganzen Häuser erneuern. Sprich, man kann auch Bürgermeister werden. Ja, man kann seine eigene Stadt errichten. Oder Dorf. Ich weiß es jetzt nicht. So. Da können wir nichts mehr durchsuchen, ne? Also das Suchen auch für uns erledigt. Ich will einfach mal schnell Durchlauf machen. Weil ich möchte halt einfach erstmal schnell machen. So, aber bevor wir hier eben was jetzt machen, wir werden nach Concord. Sanctuary. Wobei das auf dem Weg liegt. Werden wir hier nochmal. Okay, wir werden hier nochmal rüber. Eine Haarklammer haben wir, Leute. Cool. Oh, wir sind Meister, Alter. Okay, okay, okay. Ich finde gut, dass die Steuerung vom Schlössern Schloss machen genau die gleiche ist wie bei Follower. Hä? Warte mal. Ich komme hier so durch. Aber warte mal. So gut. Wir haben ja schon alles durchsucht eigentlich, ne? Schraubenzieher nehmen wir auch mal mit. Hier ist eben noch so ein scheiß Mistvieh. Mann, ist das eklig. Ist das ekelhaft. Mann. Halt die Fresse, ich mach dich kaputt. Kaputt. Was, eine Angel? Geil, Alter, wir haben eine Angel. Ach ja, Leute. So, wir gehen jetzt mal. Alter, ohne Witz, das mit diesen Looten, ne, ist so geil im Fallout. Ich glaube, da werden wir und werde ich mir meinen Spaß noch richtig dran haben. So, die letzte Folge, wie ihr wisst, wo wir in der Vault waren, die ist heute hochgeladen am 16.09.2018. Gestern, seit vorgestern habe ich die PS4. Erstmal ganz neu, ja, natürlich. Ein Raider, Kronkorken, Schrotpatrone, 38 Patrone, Skimpack, doppelläufige Schrotflinte und Gammler Outfit. Ja, Mann.
Kreuzschlüssel auch noch. Das ist doch Juti, das ist doch richtig Juti. Das ist doch mal richtig geil. So. Ich würde sagen, hier oben, hier packe ich meine Nahkampfwaffen hin und hier meine Schrotflinten. Obwohl, hier packe ich meine Schrotflinten rein, weil dann habe ich meine Schrotflinten ganz unten, oben meine, ne? Und warte mal, Kleidung habe ich auch schon was. Ja, genau, so laufen wir jetzt erstmal rum. Gut, Leute, ich wünsche euch viel Spaß von dieser Folge. Das war es erstmal von dieser Folge. Ich mache jetzt mal kurz schnell speichern. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Part. Wir sehen uns im nächsten Part. Und bis dann. Haut rein. Ciao.